Ich weiß jetzt nicht, wie sicher wir hier sind, aber ich ruhe mich jetzt hier. Also ich speichere erst und dann ruhe ich mich aus. So, machen wir das einfach mal. Und dann gucken wir uns mal an, was wir da jetzt freigesetzt haben. Es war eine ziemlich miese Falle mit diesem Troll und diesem Ritter in einem Raum. Das ist schon tricky. Kann man nicht meckern. Da haben sie sich gut was bei gedacht, ja. So, speichern. Jetzt gehen wir hier nochmal rein und gucken. Nicht, dass da, kann natürlich sein, dass da noch mehr Viecher sind, ne? Falls da noch ein Ritter kommt, mal eben hier. Da ist ein Schalter an der Wand. Lightning Condit. Okay. Figur, da ist eine Fackel. Bringt das was, wenn ich die entferne? Nein. Also weiter ist hier nichts, ne? Sieht nicht so aus. Nur die Tür. Nur die Tür. Okay, nur die Tür. Ich probiere mal was. Wie weit ich komme, wenn ich da lang gehe. Okay, da ist... Ich könnte vielleicht versuchen, in die Tür reinzukommen. Scheiße, ich wurde getroffen. Kommt er hierher? Schön, dass du dich da genau reinstellst. Ich hoffe, das tut dir weh. Komm her. Komm, 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 komm. So, da willst du. Okay. Okay, ja, da. Ah, du bist tot. Okay. So, nochmal einsammeln. Da wollen wir mal reingucken, ne? Ich glaube, da gucken wir mal rein, wo der eben rauskam. So, was haben wir denn hier? Wahrscheinlich können wir uns so Stück für Stück nach vorne schleichen. Das ist interessant, auf jeden Fall. Gefällt mir hier so ein bisschen. So ein bisschen. Ein bisschen. Oh, da liegt was zu essen. Gutes Stichwort eigentlich. Wie sieht es bei euch allen hier aus? Vampy kann nichts mehr tragen, wie es aussieht. Kann sie tatsächlich nicht. Du isst mal was. Rick kann so eine Knolle essen. Dave hat immer richtig Hunger hier. Aber ich lasse Dave noch ein bisschen zappeln. Weil dieses Eis-Lizard-Steak, das ist eine ganze Menge immer, was das heilt. Da ist eine Tür, die sich bestimmt irgendwann noch öffnen lässt. Wo bin ich denn jetzt hier schon wieder mit dem Gucken? Okay, okay, okay. Also ich könnte da auch noch mal eben gucken. Ein Schalter. Schalter sind zum Schalten da. Und das hat tatsächlich diese Tür geöffnet. Dann könnten wir jetzt theoretisch da weitergehen. Ah ja. Ich will trotzdem noch mal eben da gucken. Was denn kommt, wenn man hier noch mal lang geht. Ein paar Bomben. Okay. Hier ist noch ein neues Gitter. Dann haben wir das auch. Ja. Okay, also wir müssen da anscheinend weitergehen. Ich möchte ganz gern nochmal da lang gucken. Vielleicht ist hier nur ein Schalter versteckt. Ist aber anscheinend nicht. Andere Seite vielleicht nochmal eben. Oh. So. Ein zu früh. So, okay. Dann gehen wir da jetzt weiter. Voilà. Okay, ich sehe schon, wo wir lang müssen. Man hört es ja immer ganz gut. Ach, scheiße. Kommt da gerade einer raus? Kommt da jetzt einer raus oder nicht? Ich versuche mal zu rasten. Ich hoffe, es gelingt mir. Vielleicht werden wir jetzt auch angegriffen und sind tot. Will ich nicht abstreiten. Eigentlich macht das gerade wieder richtig Bock und ich habe gar keine Lust, gleich schon wieder aufzuhören mit der Aufnahme, aber ich habe heute nicht so viel Zeit. Es ist leider schade, ja. Es ist leider schade. Gut, ein bisschen was machen wir nochmal eben hier. Gucken, was ist... Oh! Oh nein! Nicht Spinneneier! Aha. Nein. Was passiert, wenn ich mich darauf stelle? Was hat das jetzt gebracht?
Oder muss ich mich da persönlich draufstellen? Sieht nicht danach aus. Nimm den ruhig mit. Ja, dann komm mal her. Ach du! Okay, Spinnen sind direkt tot. Das freut mich. Was kommt jetzt? Spinny oder... Ja, Spinny kommt, glaube ich, zuerst. Was? Eben bist du gestorben durch ein so ein Kackding. Die nächste Spinne hat überlebt. Ja, komm her, mein Freund. Ach so. Ja, hast ja recht. Komm her. Ubala. Scheiße, hab mich verzockt. Daneben geklopft. Aber kommst du jetzt hier raus, oder was? Du willst da drin bleiben, ne? Fühlst dich sicher da. Jetzt kommt da. Sehr schön. Na, was ist los? Uah. Hallo, mein Freund. Und tschüss. Das hältst du auch noch aus? Was bist du... Ich wollte gerade sagen, was bist du denn für ein starker Ritter auf einmal hier? So, was haben wir denn jetzt hier wieder für einen schönen Raum? Und ein Schalter. Und noch so eine Klappe. Das ist ja toll. Und hier ist wieder ein... Oh. Ey. Ganz ehrlich, Leute, hier ist so viel hin und her Getüdel und Schalter betätigen. Ich werde gleich... Ja, warum nicht, ne? Noch einen. Warum nicht noch ein Raum mit Schalter? Ich werde da jetzt auch noch einen hinschießen. Und dann hatten wir... Passiert da was? Werde ich den rausnehmen? Hört sich nicht so an. Die wird sich öffnen, wenn ich die Kette ziehe. Und dann kommst du... was ist das denn? Kommt die jetzt hier ran? Ah! Spinne tot! So, jetzt lege ich da noch einen drauf. Es tut sich auf jeden Fall was da hinten. Oh! Plate Boots, Heavy Armor. Habe ich die schon? Warte mal, was bringen die denn? 15, 12. Ja, Dave, die sind besser. Die kriegst du. Guck mal, was der Dave, der Rick hat. 6. Und das sind auch 6. Sind die gleichen. Vampy, was ist mit dir? Was hast du denn für Schuhwerk? Du darfst das nicht mal nehmen, weil du zu viel gepackt hast. Du hast auf jeden Fall Scheißstiefel. Dann kriegst du jetzt diese hier. Wo sind die denn? Da. Nimmst die. Ich habe dir jetzt noch Platz gemacht. Nicht. Dann gibst du das Rick und Rick dir dann die Stiefel und du kannst die Stiefel anziehen. So. Was haben wir hier noch? Handschuhe. Das sind meine. Das sind die gleichen, ne? Ja. Dave kriegt also Ring 6 und die sind 12. Kostet. Dave hat so viel Hunger, weil er so schwer beladen ist, glaube ich. Das ist das Problem. Du hast welche mit Protection 2. Dann kriegst du jetzt die. Und Vampy hat welche mit 6. Und das ist 2. So, okay. Ja, der hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Raum. Ich werde aber jetzt trotzdem meine Pfeile wieder einsammeln. Und die Türen können ja jetzt gerne wieder zugehen, wenn sie denn wollen. Ich möchte auf jeden Fall meine Pfeile wieder. Die 14 hatte ich mittlerweile schon, genau. So. Den auch noch. Das war mal ein schöner Raum. Der hat mir gefallen. Jetzt aber die Frage, wie kriegen dieses Gitter auf? Wahrscheinlich auch gar nicht. Ich muss aber dann wieder weiter. Ah, den hatte ich gar nicht gedrückt, glaube ich. Doch, hatte ich. Okay. Den hatte ich gedrückt. Na gut, dann hatte ich den gedrückt. Dann kannst du auch wieder auf, meinetwegen. So, speichern wir das nochmal eben. Und wir gucken uns nochmal jetzt hier um. Kann ich denn da nochmal weiter? Ich hoffe es. Ja, ah, da wollte ich doch rein. Ach nö. Unpassend.
Na, komm her. Ja, ist ja recht. Na, kommst her? Also wenn du da hinten hängen bleibst, dann hast du sowieso verschissen. Ich dir gleich. Ja, ich kann dich hier die ganze Zeit hier bekloppen, das stört mich überhaupt nicht. Na, endlich kommt er ein bisschen näher. So. Können wir uns mal vernünftig unterhalten. Oh, haut er ab. Oh, der hört sich ganz schön fies an. Was mit dir? Ah, der hat jetzt wieder irgendwie so ein Gitter geöffnet. Oh, 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 oh. Wo hat sich jetzt was geöffnet, ist die Frage. Scheiße. Ich habe gehört, dass sich was geöffnet hat, aber ich weiß nicht wo. Vielleicht im Raum gegenüber? Wäre eine Möglichkeit, ne? Gucken wir gleich nochmal. Geh nochmal zurück. Da hat sich irgendwas geöffnet hier, ja. Vielleicht war es aber auch nicht hier. Also es war irgendwie in der Nähe, aber auch nicht ganz nah. Das ist schwer zu erklären. Ich habe auf jeden Fall ein Geräusch gehört. Und es scheint nicht hier gewesen zu sein, okay. Naja, wir werden das vielleicht noch herausfinden. Die war es nicht, ne? Doch. Sieht fast so aus. So. Ich glaube, das war dieser Bereich. Der war eben noch nicht offen. Das hätte ich, glaube ich, sonst gesehen. Da hätte ich mich sonst eher drin versteckt. Waren wir hier schon mal? Nein, waren wir nicht. Das sieht alles ein bisschen ähnlich aus, ne? Das ist das Problem. Okay, ich hatte ja gehofft, dass ich euch vielleicht in dieser Mini-Session, in dieser Stunde praktisch schon die neue Gegnerart präsentieren kann. Oh, das ist schön. 3 Stück? Wow. Aber die kamen jetzt noch nicht. Praktisch diese großen Tentakel-Zeloten, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ich höre was. Hier ist irgendwo ein... ja, genau, ein Feuerritter. Den möchte ich natürlich mal eben killen. Es ist gerade so spannend hier, verdammt. Aber, ne, ich kann heute nicht länger aufnehmen. Es tut mir leid. Auch wenn ich gern würde. Das ist eine Note. Ich sage mal eine Note. Eine Notiz von Torum bestimmt, ja. The count that sent me to was in the bowels of mountain Kunde. Ja gut, also nicht wirklich was Neues. Er schwafelt momentan immer gern ein bisschen rum. Oh, Pfeile. Ach, das sind, ach, Frostdinger. Aber die waren schon für die Armbrust, oder? Bin mir gerade nicht sicher. So, wo sind wir jetzt überhaupt? Hinter mir war ich noch nicht fertig? Ach, guck mal an. Nein! Okay, das ist scheiße. Kacke. Ja, wollte ich gar nicht, scheiße. Okay, hier können wir dich ganz gut bekämpfen. Ich habe bei diesem Troll immer ganz gern so eine Ecke, wo er nicht weg kann. Das ist immer praktisch. Ja, komm da lang, geh auf. Geh doch weg! Der wollte sich gerade nicht drehen, hier meine Figuren, Dingeskirchen. Ja, da lang. Ja, geht auch, komm. Ja, dann geh da lang. Such dir eine Ecke aus und geh da hin. So. Aua! Hört sich geil an, wenn der stirbt. Das klingt fies, ne? Ich weiß. Okay, ich will eben wissen noch, was da jetzt war, wo der herkam. Bevor ich die Session beende. Wir haben eigentlich schon wieder Überlänge produziert. Ein bisschen, ganz bisschen. Da kam der eben her, so. Ach, ich will das... Ich möchte das eigentlich ganz gerne auch eben wissen, was hier los ist. Ja, du bist hier los. Ah, war wieder nicht schnell genug. Wieder viel zu viel von den Viechern.
Kommst du her? Bleibst du stehen? Beides? Warum wollte ich gar nicht machen? Hallo, mein Freund, der nächste gleich im Anmarsch. Ja. Jetzt sind wir hier wieder gleich in dem Raum, wo wir die anderen bekämpft haben. Willst du nicht mitkommen? Hallo. Hey, ich rede mit dir. Nun komm schon hierher. Ich will dich eben platt machen. Ich möchte die Session beenden. So. Alles wieder einsammeln, nichts vergessen. Okay. Ich würde vorschlagen, Leute, wir gucken uns diesen ganzen Bereich das nächste Mal gründlich an. Hier kommt nämlich wieder eine ganze Menge, wie es aussieht. Versuchen dann auch irgendwie einen Weg nach oben zu finden. Den gibt es, glaube ich, auch. Dann machen wir auch die Fighters Challenge, wenn ich praktisch vom Wochenende, beim Zug zu Wochenende zurück bin. Ich hoffe, ich kann mich dann noch daran erinnern, was wir hier alles gemacht haben. Ich mache jetzt hier einen Quick-Save. Vielleicht ruhen wir uns nochmal eben aus. Und dann würde ich sagen, ja, beim nächsten Mal, wie gesagt, nehmen wir uns das alles vor, was ich gerade eben erwähnt habe. Und dann kommen wir hoffentlich auch ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter sind wir ja auch gekommen, so ist das nicht. Und da wurden wir gestört. Also, ich sage, euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.